Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist wieder back am Start. Ratet mal wo? Auf der YouTuber-Insel, die Nummer 2. Interessante Sachen sind heute passiert. Und zwar habe ich ein mysteriöses Buch für unterhalb 5 gefunden. Seid auf jeden Fall gespannt. Und ich habe Sue zum Weinen gebracht. Wie das passiert ist, schaut gerne rein. Viel Spaß beim Schauen. Wisst ihr, was mir letztens irgendwie ein bisschen eingefallen ist? Wieso habe ich noch gar nicht in das Rätsel in Miras Ei geschaut? Ich will jetzt auch wissen, was da ist. Tobi hat da ja irgendwelche komischen Seiten gefunden von irgendwas Gang runter, Gang rechts und so. Also ich check das sowieso nicht. Ich will da jetzt mal nachlesen, ob ich da irgendwie auch noch was bekomme. Irgendwas Schlaues oder so. Dem Flüchtlingen folgen. Okay, genau, das ist das Erste. Einst ein Ort heiß von eurer Wut. Nun verlassen und kalt. Dort verbirgt sich, was ihr sucht. Stör mich nicht, ich lese gerade. Was machst du hier? Ich lese. Und du hast übrigens gelogen, hier steht gar nichts von Gang links, Gang rechts, 90 Grad Wende. Stand da bei mir. Nein, steht aber hier nicht. Hier steht. Sieht man im Video, kann ich dir Screenshot schicken, wenn du willst. Sei leise. Ich würde dich nicht anlügen. Hier steht aber, einst ein Ort heiß von eurer Wut. So fängt ja, der Satz Ahnung, an. Also was für nach 90 Kilometer Abfahrt nehmen. Das Ding ist, bei Sue stand da auch was anderes. Ach so, jetzt stand bei Sue auch was anderes. Was verbirgst du? Gar nichts verberge ich. Du verbirgst also nichts, ja? Okay, und warum bist du dann jetzt hier? Also nichts, was jetzt damit... ich wollte gucken, ob da was Neues steht oder so, aber... Aha, und dann hast du jetzt zufälligerweise mich gefunden. Dann guck doch mal rein. Bei mir hat es noch vier Seiten. Ach so, vier Seiten hat es jetzt auf einmal, es sind aber nur zwei. Bei mir hat es vier Seiten, ich kann dir sogar Screenshots davon schicken. Ich lese jetzt noch weiter. Ich gehe lieber, ich mag es nicht, hier mit dir alleine zu sein. Viel Spaß dir. Ich lese für dich sowieso erst nicht laut vor. Okay, nochmal von vorne, Freunde. Einst ein Ort, heiß von eurer Wut, nun verlassen und kalt. Dort verbirgt sich, was ihr sucht. Vielleicht könnt ihr auch das alte Feuer dieses Ortes wiederherstellen. Hä? Okay, aber was könnte das bedeuten? Ich mache mir davon kurz mal einen Screenshot, Freunde. Sonst komme ich damit gar nicht zurecht. So, Freunde, ich habe jetzt von dieser Seite einen Screenshot gemacht. So, jetzt gehen wir das nochmal ganz, ganz logisch durch. Also, ein Ort... wo heiß war und voller Wut. Ich würde mal schätzen, das geht in Richtung Nether. Ich könnte natürlich auch Shatterer fragen, aber ich glaube, wenn das ein Mira-Rätsel ist, dann mischt er sich gar nicht mal wirklich dazu ein. Ich glaube, dass er darauf nicht so Lust hat. Ein Ort heiß und voller Wut könnte auch natürlich jetzt hier diese Festung gemeint sein. Okay, aber das ganz chronologisch jetzt anzugehen, Freunde. Es war ein Ort heiß und von unserer Wut. Was ist unserer Wut? Etwa die Höllenkriegerwut? Ist das damit gemeint? Nun verlassen und kalt. Welche Orte, nehmen wir einfach mal an, es geht hier wirklich um die Höllenkrieger. Welche Orte sind nun verlassen? Da fällt mir eigentlich das Gefängnis direkt ein. Das Gefängnis, da war so lang niemand mehr. Hier war mal Amir drin. Hier war, glaube ich, auch Crymax drin. Awaif war hier, glaube ich, auch drin. Aber guckt euch das an. Aber das war noch zu Alpha-Clan-Zeiten eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, ob das Buch auch so chronologisch durchgeht. Aber ist hier vielleicht in den Fässern irgendwas? Wir können ja schon mal schauen. Weil das ist definitiv ein verlassener Ort. Aber der einst mal von unserem... weißen Wutfeuer entfacht war. Dort verbirgt sich, was ihr sucht, heißt es im Buch. Dort verbirgt sich, was ihr sucht. Okay, ich glaube, das Gefängnis war es jetzt nicht, weil da nichts wirklich drin war. Ich glaube, hier in Höllentown ist es auch nichts. Weil schlussendlich in Höllentown wird relativ alles benutzt und es ist nichts davon verlassen. Deswegen, Freunde, ich glaube, welchen Ort haben die Höllenkrieger noch verlassen? Welcher? Oh. Mir fällt da gerade was ganz Starkes ein. Der Höllenpalast. Der Höllenkriegerpalast, unsere Festung. Unsere Festung
Wie lange waren wir da schon nicht mehr? Das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her. Oh mein Gott, Freunde, ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Okay, Moment. Ich glaube, das ist der Ort. Stellt euch vor, ihr müsst daran euch erinnern, wie lange waren wir dort nicht mehr? Kennt ihr überhaupt noch den Weg? Ich glaube, hier auf jeden Fall lang. Dann hier runter? Ja, natürlich kenne ich den Weg noch. Oh mein Gott, ich krieg gerade Nostalgie, wenn ich hier gerade lang fliege. Das ist ja der Wahnsinn. Wie lange waren wir hier nicht mehr? Oh mein Gott, Freunde. Aber jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir da. Sieht ja alles so kaputt aus. Aber genau deswegen haben wir, glaube ich, auch die Festung einfach verlassen. Weil es hier so kaputt ist. Hier ist noch eine Kiste. Oh, hier ist wirklich nur Quatsch drin. Hier ist nur Quatsch drin. Ich verstehe das gar nicht. Okay. Hier gab es ja auch dann direkt den Tempel auf Null. Und hier ist noch eine Kiste. Freunde. Aber wo könnte sich jetzt hier was verbergen? Wo könnte hier was drin sein? Hier unten, ich finde es ganz gut, dass sich das hier gut erhalten hat. Das muss man einfach mal mit dazu sagen. Hier haben wir damals Gambo und Elina direkt überfallen, weil sie keine Höllenkrieger werden wollten. Aber das wollen sie immer noch nicht. Aber ich schaue jetzt gerade mal einfach hier links herum, ob hier irgendwas ist. Oh, guck mal, die ganzen Kristallkrieger. Nachweise an, wie die hier gekämpft haben. Da oben war das Gefängnis, wo ich Timmy eingesperrt hatte. Oh mein Gott. Ich krieg gerade richtige Nostalgie-Flashbacks. Hier ist noch ein Diamanthelm. Geh weg, du blöder Gast. Mann, keiner kann dich leiden. So, weg mit dir. Ich habe hier vorne noch irgendwo eine Kiste gesehen. Ui. Die Arena. Die Arena von Beule. Wo er gucken wollte, dass er der Stärkste wird. Und danach hat er irgendwann sein Item bekommen. Hier sind so viele Erinnerungen entstanden, Freunde. Hier ist auch nichts Wichtiges. Wo es könnte hier irgendwas verborgen sein? Ich gucke nochmal oben nach. Au. So. Okay. Okay, geh doch weg. Ihr seid hier nicht erwünscht. Hab ich hier Stärke? Ja, habe ich noch. Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen. Hier ist einfach ein Buch. Okay. Da steht immer noch Beule. Das habe ich damals eingemacht. Okay, Freunde. Seid ihr bereit dafür, dass wir lesen, was in diesem Buch drin steht? Ist es etwa das gemeint? Oh, ich bin ja so aufgeregt. Hier sind noch die alten Koordinaten. So, okay, wir lesen es in 3, 2, 1. Bam! Die Welt in der Hölle versunken ist... Die Welt in der Hölle versunken ist? Was ist das für ein Quatsch? Und wieso ist da ein Komma da ganz am Anfang? Ich verstehe das nicht! Okay. Mega. Mira, dein Rätsel ist komisch. Hölle. Von Projekt Mira. Tatsache. Okay. Das packe ich jetzt direkt über der Ender Chest am besten. Dass mir das niemand wegnehmen kann. Mira, ich habe dein Rätsel gelöst. Bist du stolz auf mich? Ich bin auf jeden Fall stolz auf mich. So, ich mal weg hier. Okay, Freunde. Dann sollte ich jetzt auf jeden Fall mit dem Rätsel durch sein. Ich habe jetzt irgendein Buch. Ich glaube, das ist sogar das Buch für Unheil 5. Das ist das Buch für Unheil 5. Ohne dieses Buch können die ihr dämliches Rätsel nicht lösen. Und wer garantiert, dass der böse Kiro da jetzt noch mitspielt, nachdem er die ganze Zeit gehänselt wird und gesagt wird, du bist so komisch mittlerweile. Nein. Das muss ich anders klären, Freunde. Ich muss jetzt irgendwen suchen oder irgendwas. Ansonsten, wenn nichts mehr Spannendes passiert, beende ich jetzt hier mit das Video. Wenn jetzt noch was Spannendes passiert, dann müsst ihr unbedingt dranbleiben. Denn sonst hätte ich es nicht das Video gepackt. Okay, Freunde, ich habe jetzt nochmal die Aufnahme gerade angemacht, weil Steinchen gesagt hat, er muss mit mir reden. Es ist irgendwie wichtig. Oh, Moment, ich glaube, da kommt er sogar schon. Ah! Hallo, Steinchen! Was ist denn los? Was ist denn so wichtig? Wieso weinst du? Steinchen, was ist los? Erzähl's mir! Sie und Tobi haben mich gerade gemobbt. Hä?
Wo sind die? Wo sind die? Der Wasserkrieger Bay. Der Wasserkrieger Bay? Das habe ich denen aber untersagt, da hinzugehen. Die haben mich gerade voll fertig gemacht. Ja, okay, das werden sie doppelt und dreifach zurückbekommen, Schweinchen. Ja. Okay. Okay, ja, gut. Du kannst in der Zeit schon mal Seelen beschaffen für Shadow. Ja, aber heißen ja, ich hab recht gemacht. Ich werde dich rächen, Steinchen. Kein Stress. Ich gehe da jetzt mal hin. Was machen die da bei der Wasserkriegerbase, Freunde? Und warum machen die Alpha-Steinchen fertig? Ich muss da jetzt gerade mal auf den Grund gehen. Oh, ich fühle mich so, als wäre das gerade wieder so ein komplett Oldschool-Feeling. Wenn ihr versteht, was ich damit meine. Okay, da unten ist Sue. Und Tobi ist da auch. Okay, und was machen die da jetzt? Was machen die da jetzt? What? Oh, stimmt, die haben ja erst noch die Wasserkriegerbase aufgebaut. Und jetzt machen die da nochmal irgendwas? Freunde, das geht doch gar nicht. Das geht nicht. Die können doch nicht einfach wieder irgendwas widerwillig machen. Ich habe die doch gewarnt. Warte mal, was machen die denn da? Okay, Freunde, ich würde mal ganz kurz abwarten, um zu schauen, was die da machen. Ich halte euch auf den Laufenden, seid euch sicher. Kurzer Zwischenstand, hier wird irgendwie weißer Concrete hingebaut. Freunde, ich bin so verwirrt, aber ich warte noch länger. So, Freunde, meine Geduld ist jetzt hier aber auch langsam am Ende. Ich weiß nicht, was die da die ganze Zeit machen. Was treiben die da? Sius ist da hinten, ich mache einfach einen Hinterhalt. Boom! Hast du dich erschreckt, sei ehrlich? Wirklich, als ob Alfie, ja natürlich, wenn du plötzlich von hinten so kommst, als ob Alfie dich wirklich geholt hat. Was ist da für eine Heususe geworden? Also, warum schickt er dich überhaupt hierher? Zum einen bin ich schon sehr überrascht, was hier vor sich geht. Das Steinchen herkommt, weint und mir sagt, dass er von euch beiden gemobbt wird. Wir haben gar nichts gemacht. Ja, was erzählst du denn für einen Quatsch gerade? Natürlich greife ich ihn an. Natürlich lasse ich es nicht zu, dass er zu uns kommt. Und außerdem, du weißt gar nicht, was die letzten Tage passiert ist. Er hat mich auch ohne Grund angegriffen. Und ich sag dir, wenn ich die Chance bekomme, dass ich seine Items nehmen kann, dann mache ich das. Weil ich lasse... Also, hier spielst du jetzt den Babysitter für Alpha-Steinchen oder was? Nein, ich helfe doch nur meinen Kollegen. Dafür bist du nicht in der Lage, das verstehe ich. Aber hör mal zu, Sue. Gab es hier bezüglich der Wasserkrieger-Base nicht etwas, was ich euch gesagt habe? Naja, was hast du denn gesagt? Ich hab euch untersagt, dass ihr das hier aufbauen sollt. Und jetzt sehe ich euch schon wieder was bauen. Guck mal, Kiro, ich will gar nichts hast du zu sagen. Mit dir. Ich weiß, du bist stark. Du bist stärker als dir mit deiner Fähigkeit, Hühner zu beschwören. So, alles schön und gut. Mach doch dein Ding. Wir machen unser Ding. Morgen ist sogar das Unheil. Deshalb, was willst du jetzt von mir? Ich will, dass ihr aufhört zu bauen. Und es gibt halt eine Möglichkeit. Warum willst du das hier aufhören zu bauen? Was stört dich das denn? Weil diese Toilettenkrieger-Base davor schöner war. Bitte, bitte beleidige uns oder sonst wen, aber nicht Evive und Army, Bro. Die haben wirklich das Game hier, beziehungsweise den Server mit Ehre verlassen, mir ihre letzten Items gegeben und deshalb bitte red nicht über die so schlecht. Überleg es dir gut. Willst du wirklich ein Denkmal so mäßig zerstören? Willst du das Denkmal wirklich machen? Ihr macht also Denkmäler. Okay, sehr interessant. Ja, was anderes. Ich hab was ganz Neues. Ich muss euch unbedingt was zeigen. Das ist super, super cool. Ich möchte das nicht, ich gehe jetzt weiter. Und zwar... Bop! Hä, wie sagst du das jetzt? Das ist Furz von Steinchen. Und hier noch der Mix mit meinen Josefs. Also, ob du noch Hühner beschwören kannst. Ja, ich kann auch Hühner beschwören und furzen. Das ist ganz und klar nicht gut. Komm, bau doch das Fundament. Alles gut. Ja. Es macht gar keinen Sinn, gegen dich zu kämpfen. Aber wollt ihr das Denkmal jetzt noch weitermachen? Ich hab euch gewarnt, das ist nochmal eine Warnung. Ja, putz. Und putz und putz und putz und putz und putz und... Ihr wisst ganz genau, was geht bei dir denn? Wenn ich euch besiegen wollen würde, dann wärt ihr jetzt schon besiegt. Warte, ich putz dich nochmal an. Komm, trau dich, Ja, ich hab mehr als genug. Das Problem ist, ich komme halt nicht an ihn ran, während er das Ding anhat. Ich will, dass ihr hier weggeht und endlich diese Toilettenkrieger-Base wieder... Okay, meine letzte Warnung, wie gesagt. Meine letzte Warnung, wie gesagt. Ihr werdet es schon noch verstehen, was ich damit meine. Das hätte ich schon viel früher machen sollen, eigentlich schon viel früher!
Komm, man, geh mal weg. Du nervst mich sowieso die ganze Zeit, du Nullgesicht. Warte, hier sind nochmal Josefs. Viel Spaß dabei. Wieso greifen die Sue an? Was? Aha. Ich hab keine Ahnung. Hast du etwa Höllenkrieger-Energie? Das glaube ich eher nicht. Das wundert mich aber gerade. Hä? Ich fühle mich besser denn je. Nicht. Du steckst so tief in dieser Finsternis drinne. Definitiv. Wo ist der eigentlich Kiru? Ich bin doch noch da. Schau dich im Spiegel an. Er wird auf jeden Fall zum Grillhühnchen gerade. Ja, okay, hier, bitteschön. Nochmal Furz. Hühner, komm mal. Die Hühner wollen mich nicht mal angreifen. Irgendwas stimmt. Die merken selber, wie du drauf bist. Sie greifen da was. Du kriegst mich auf jeden Fall nicht, kannst du so vergessen. Ich kann dich tausendmal anfurzen, aber ihr langweilt mich jetzt. Ja, genau. Ja, langweilt mich. So, wenn es sein muss, ich komm wieder. Nein. Guck mal, wie viele Pfeile du in deinem Kopf hast. Ja, ich bin ein Igel. So, Freunde, ich habe jetzt auf jeden Fall was besorgt. Seht ihr das? 3 Stacks TNT. Ich bin jetzt gespannt, was sie da für eine Art Denkmal eigentlich bauen. Ich will das jetzt unbedingt wissen. Was haben die da jetzt... Die bauen eine Statue von der Wife. Nicht mit mir, meine Freunde. Nicht mit mir. Oh mein Gott, er darf mich nicht sehen. Hm. Oh! Mira ist bei ihnen. Hä, sehen sie Mira nicht? Sind die blind? Oh. Jetzt haben sie Mira gesehen. Das werde ich aber hier nicht zulassen, Freunde. Das werde ich sowas von gar nicht zulassen. Ich würde gerade so gerne wissen, was sie reden mit Mira. Haben die den Kopf-Innenraum schon fertig? Das ist eigentlich jetzt wichtig zu wissen, weil ich werde die komplette Statue einfach mit meinen ganzen 3 Stacks TNT voll machen. Und dann zünde ich es an. Mira ist weg. Okay, Freunde. Oh, die dürfen mich aber nicht sehen. Die dürfen mich nicht sehen. Okay, mal schauen, ob sie gleich fertig sind. Ey, die haben gerade in der Zeit, wo ich die ganzen TNTs besorgt habe, also Gunpowder und Sand, haben die einfach so schnell zu zweit diese Statue aufgebaut. Wie krass ist das denn? Als ob ich genauso lange gebraucht habe wie eine komplette Statue. Sind die eigentlich verrückt? Okay, Sue geht wohl wieder Items besorgen. Tobi ist da oben. Die sind aber, glaube ich, noch nicht ganz fertig. Ich muss jetzt den Moment einfach nutzen. Warte mal, ich flieg runter. Okay, jetzt nochmal ganz, ganz wichtig. Die sind da gerade, die gucken gerade auf die Statue. Moment, ich habe eine Idee. Ich fliege jetzt einfach da nach oben. Okay. Ich will, dass das so ein bisschen heimlich funktioniert. Okay, wo sind die? Sind gerade da? Oh, sehr gut. Oh mein Gott. Okay, ich baue mich rein. So, schnell wieder hier die... roten Blöcke hin. Oh mein Gott, das ist meine Schalkerbox. So, und zack. Und jetzt hören, jetzt wissen die einfach nicht, dass ich da bin. Okay, jetzt mache ich hier mit ja, TNT sorry, alles voll. Ja, sorry, ich mach schon weg. Oh, ich muss nochmal leise so, sein. So, jetzt aber. Nicht, dass es das TNT hört. Ich bin super zufrieden. Haben wir echt gut gemacht. Okay, ich mach jetzt einfach. Ich mach jetzt hier einfach voll, Freunde. Ja, yeah, euer Denkmal ist super cool. Ja, yeah, voll, euer Denkmal ist super. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt? Bei den Armen, okay. Sehr gut, ich muss mich beeilen. So. Ich weiß nicht, du kennst das ja selber. Ich werde mich aber auch gleich zeigen, die werden schon noch sehen. Oh mein Gott, wie lange braucht das? So, warte mal. Ich brauche Licht. Hallo! Was machst du da oben? Ich mach grad nur was. Ja, schieß weiter mit deinen Feuerpfeilen. Mach weiter mit deinen Feuerpfeilen. Warum platziert jetzt das TNT? Digga, komm runter. Nein, ich bin doch nicht fertig. Kiro, stopp, Kiro. Ja, was denn? Das ist nicht mehr rückgängig machbar. Warte, ich muss den Kopf noch voll machen. Dann ist er nicht mehr so hohl von innen. Okay, wo ist mein, Kiro, auf damit. Ey,
Ey, geh weg von mir! Okay, okay. Bleib hier! Alles klar. Das ist deine Schuld! Deine Schuld, Tobi! Nein, das ist überhaupt nicht meine Schuld! Ah! Komm her, Sack, ey. Ich hab euch gewarnt! Ich lasse euch noch kurz Josef da als Mitbringsel. Tschüss! Ich habe meine Sachen sortiert. Bye, bye! Okay, Freunde, das hat geklappt. Die werden das, glaube ich, nochmal als Warnung richtig ernst nehmen. Schaut euch das Loch hier an. Tobi ist richtig sauer. Er ist gerade auf mich losgestimmt. Hallo. Hallo, Tobi. Was machst du da? Was machst du da? Meine Furzkraft ist viel stärker. Boah, die ist unter Wasser tatsächlich echt gefährlich. Ja, aber Digga, was soll das? Was soll das? Ich hab euch gewarnt zum 100. Mal. Nix mit Denkmal, nix da. Die Toilettenkrieger-Base wird zerstört bleiben und gut ist. Haben wir verstanden? Jetzt mal, was hast du überhaupt gegen die? Ich verstehe das nicht. Warum greifen die? Deine Hühner bringen unter Wasser eh nichts. Die greifen dich aber auch nicht an. Ich verstehe aber auch nicht warum. Das musst du doch wissen. Das sind doch deine Hühner. Ja, vielleicht ist doch noch ein bisschen mehr Höllenkraft in dir, als du gedacht hast. Das glaube ich eher nicht. Ich glaube, du solltest Zion ein bisschen trösten. Er hat ein bisschen angefangen zu weinen. Wie wär's damit? Ich hab grad Probleme mit dir, Mann. Ja, die Probleme. Ich furz einfach, ich furz drauf. Okay. Viel Spaß dann, wir sehen uns. Komm her jetzt. Ich hab keine Lust mehr auf dich. Nee, nix, wir sehen uns. Ja, genau. Ich hab meine kompletten 3 Stacks verbraucht, Freunde. 3 Stacks TNT. Das war so eine riesen Explosion. Okay. Wir haben tatsächlich sehr viel in dieser Folge jetzt gemacht. Lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert und aktiviert die Glocke.